Für mich vor allen Dingen Leverkusen. Das freut mich wirklich, weil ich habe dort viel länger gearbeitet, so 2,5 Jahre. Und noch viele Spieler, die noch da sind, waren auch, wenn ich da war. Das freut mich wirklich, auch für Staff. Die Jungs, die sind noch da, wir sind immer noch in Kontakt miteinander. Und das freut mich wirklich, dass die hoffentlich diese Saison es schaffen, dass die Bayern mal kein Meister werden und dass Leverkusen es schafft. Und die sind wirklich gut unterwegs, nicht nur, weil die das letzte Spiel gegen Bayern gewonnen haben, aber die spielen auch richtig gutes Fußball, sind sehr konstant und ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich, dass die es schaffen sollen.